Ich habe in einem Kirchenchor gesungen und hatte Stimmbildung in kleinen Gruppen. Das war noch zu der Zeit, als ich in die Schule ging, mit 17, 18 Jahren. Und der Mann, bei dem ich Stimmbildung hatte, war Christoph Brigadier. Ich wollte eigentlich Querflöte studieren nach dem Abitur. Und war aber noch nicht so gut und habe überlegt, oh, wie überbrücke ich die Zeit? Und Christoph hat gemeint, eigentlich singst du ganz schön, wieso möchtest du nicht das mit Gesang versuchen? Ich hatte keinen Gesangsunterricht vorher, eben nur Chor gesungen und Stimmbildung. Und dann habe ich zwei, drei Kunstlieder von Schubert gelernt, eine Arie von Georg Friedrich Händel und habe eine Aufnahmeprüfung gemacht. Und habe die bestanden und habe meine Lehrerin gefunden, das war Elsa Cavelti. Die war damals schon 75 Jahre alt in Frankfurt an der Musikhochschule. Mendelssohn ist für mich in den letzten Jahren sehr wichtig geworden. Ich, wenn ich mich zurückerinnere, weiß, dass ich Mendelssohn im Studium fast nicht gesungen habe. Ich konnte mit der Musik ganz wenig anfangen. Der war für mich so, klang immer schön, er war für mich zu langweilig. Aber ich habe ihn nicht wirklich verstanden, den Mendelssohn. Es war eigentlich mein Problem. Ich schätze Mendelssohn mittlerweile sehr. Ich finde ihn einen sehr individuellen, sehr interessanten. Vielleicht nicht so avantgardistisch, nicht so modern wie Schumann, aber doch einen sehr, sehr starken Komponisten, der auch eine wunderschöne Beziehung zur Vokalmusik hatte. Also das Wort wunderschön vertont hat, auch eine große Dramatik und Brillanz an den Tag legt, wunderbare Melodien hat. Also ein wirklich großartiger Komponist ist. Das habe ich herausgefunden nach einiger Zeit. Es hat gedauert. Und was sehr schön war, dass so viele Sachen jetzt zum Mendelssohn-Jubiläum im letzten Jahr wieder verlegt wurden, herausgeholt wurden und man Mendelssohn versucht hat, besonders nach der Nazi-Zeit, das war auch bitter nötig, dass das passiert, gerade in Deutschland, ihm einen besseren Platz zuzuweisen. Ja, das heißt nicht nur Elias zu spielen und Sommernachtstraum und die Schottische, sondern das Repertoire ein bisschen zu erweitern, auch mal wieder Paulus zu machen, wie das in Luxemburg der Fall sein wird. In diesem Zusammenhang hat man etwa 40 oder 50 Lieder gefunden. Teilweise sind es Lieder, die Mendelssohn nicht veröffentlicht haben wollte. Das sind Lieder dabei, die er als Teenager geschrieben hat, wo er sich ausprobiert hat, sind sehr gute Kompositionen zum Teil dabei. Und die habe ich aufgenommen. Ja, also ich habe eine sehr schöne Beziehung zu Mendelssohn.